Ja, Horrido, 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 es geht weiter. So, wir sind immer noch Alice in Wonderland. Und da vorne ist einer, der mir nicht gefällt. Sterben. Hast du denn da verloren? Schön, schon bist du tot. Das tut mir leid, das ging aber schnell. So, ah, wieder eine Nase. Cool. Boah. Na, was machst du Schönes? Oh, der schafft mir noch mehr Wege. Das ist doch mal wieder gar nicht so nachteilhaft, Freunde. Das muss ich euch ja schon mal sagen. Ich habe zwar wenig Ahnung im Moment noch von dem Spiel. Wie gesagt, es ist ja total blind. Aber wenn ich mir das hier angucke, muss ich doch wirklich sagen, es lohnt sich, na? So, jedes Mal kann ich hier geduckt, kann ich hier klein durchgehen. Eine unsichtbare Wand. Okay, da haben sie eine unsichtbare Wand hingesetzt. Ein Pfeil, warum? Den haben wir doch gerade gemacht, oder nicht? Das war doch der, oder ist da noch einer? Der kann ja alles sein, ne? Kann ja alles sein, Freunde. Schafft Alice das darüber, Freunde? Ich bin mir nicht sicher. Jo. Na klar. Suppe aufessen, Mädchen. Denkt an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Na, du bist ja scheiße drauf, Omi. Denk an die Kälbchen, die dafür gestorben sind. Ja, na und? Mein Gott, was ist denn alles schon gestorben? So, was bist du denn wieder hier für ein Ding? Gibt es da einen Hinweis vielleicht? Wenn man klein ist, sieht man ja mehr manchmal. Und, nö, im Moment sehe ich keinen Hinweis. Aber ich sehe hier wieder Zähne, die wir immer wieder gebrauchen können. Die sollen ja irgendwie für Waffen-Upgrades ganz gut sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel darauf baller, was passiert? Ja, nichts. Nö, gar nichts. Okay, dann ist das so. Dann können wir da erstmal an der Stelle nicht viel machen. Aber wir können zu diesem Dominostein. Und Kacke, ich habe den Dings nicht gedrückt. Den Sprungknopf, verdammt. So, jetzt muss ich nochmal überlegen. Wie kam er denn da jetzt schon wieder hoch? Das war doch hier vorne irgendwo so. Da, la, 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 la. Genau, weil wir haben doch diese Schweinsnase da weggemacht und so weiter. Und da war doch dieses Sprungteil. Und dann springen wir da jetzt einfach wieder hoch. So, butscha, butscha, butsch. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man wieder runterfällt und das alles nochmal machen darf. Aber gut, so ist es nun mal. So, ich bin noch nie gut gewesen in solchen Schwebebalken und sowas, die irgendwo in der Walachei in der Luft hängen. Selbst bei Super Mario bin ich an sowas gescheitert, wirklich. Da bin ich immer an solchen Sachen gescheitert. Genau, das waren immer diese Sachen, die ich in Spielen überhaupt nicht mochte. Solche Balken, wo man drauf kraxeln muss und hoffen muss, dass man das irgendwie schafft. Aber vielleicht kann man ja hier noch was kaputt schießen. Kann ja sein, ne? Nö, leider nicht. Ach so, das Fadenkreuz würde mir das dann auch anzeigen, glaube ich, ne? Wenn man etwas kaputt schießen kann und so weiter. So, hier ist das hier. Da will ich noch mal hin. Butschi, butschi, butsch. Ich finde das voll geil, wenn sie fliegt, ey. So, was ist das? Da waren wir, ne? Nee, wartet. Von da kommen wir. Was ist das denn? Ach, das ist... Okay, alles klar. Nein, das erklärt sich von selbst. So, genau, hier werden die Schwebebalken dünner und da bewegen sich auch noch welche. Das ist mein Todesurteil. Ganz oft in solchen Spielen. Ja, ganz, ganz doll oft, weil ich sowas noch nie konnte. In sowas war ich immer schlecht. In sowas, und jetzt bewegt sich der auch noch. Das macht's ja noch ganz doll böse. Da, seht ihr? Das ist nicht meins. Nein, das ist nicht meins. Bei Super Mario bin ich da schon abgegangen, ehrlich. Super Mario Land 1, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Super Mario Land 1 besteht nachher ab den weiteren Levels nur noch aus solchen schwebenden Balken. Und spätestens da war der Moment, wo ich gesagt habe, danke, aber es reicht. Durchgeschafft habe ich's. Jupp. Irgendwann in diesem Leben habe ich's mal durchgeschafft. Och man, das wird jetzt aber nervig. So, irgendwann durchgeschafft in diesem Leben habe ich's. Aber ich habe es auch nicht vermisst, es nochmal zu spielen. Nein. So, weil diese schwebenden Sachen, ich bin in sowas wirklich schlecht. Wirklich, also in sowas bin ich wirklich super schlecht. Ich falle von allen Kanten runter. So, da kann man machen, was man will, aber ich will es jetzt schaffen. Also gehe ich frohen Mutes dahin. So, irgendwann muss ich mich der Wahrheit ja mal stellen und sowas schaffen, ne? So, dass sich da einer bewegt, das setzt mich natürlich zusätzlich unter Druck. Weil, wie gesagt,
Für alle die, die solche Sachen nicht beherrschen, ist das zusätzlicher Druck. Das muss man jetzt mal so sagen. So, wenn der da rüber fährt, dann muss man ja auch ein bisschen studieren. Wann darf man denn da zu diesem Balken hin? Und jetzt klingelt schon wieder das Telefon. Leckt mich jetzt langsam aber am Arsch. So, ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir das jetzt hier schaffen. Na, die Leute wissen, wann ich aufnehme. Aber nein, man muss dann anrufen. Und das... Oh, fuck, Mann. So. Man muss dann natürlich ganz aufdringlich anrufen. Und dann auch bloß nicht auflegen. Wenn man merkt, derjenige... Also, ich nehme nicht ab, bedeutet das, ich nehme auf. Aber nein! Immer weiter. Klingelt immer noch, Leute. Ich hab's schon auf lautlos gedreht. Ja, es klingelt immer noch. Also ganz ehrlich, diese aufdringliche Art hasse ich wie die Pest. So. Das muss ich jetzt mal... Gut. Wir machen an einem anderen Tag weiter. Ich bin jetzt hier gerade wirklich stinkesauer. Da stehen ja schon 3 entgangene Anrufe. Wenn jemand nicht abnimmt, dann ist er entweder nicht da oder er hat zu tun. Es klingelt schon wieder, Leute. Gut, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich sage Tschüssikowski, ciao und auf Wiedersehen.